So, mein Mama, mein Freund, herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial von mir. Ja, und zwar geht es heute darum, dass wir hier so einen kleinen Ofen hier bauen. Also der ist 3x3. So, wie das Ganze funktioniert, ihr wirft hier einfach euer Rindfleisch in den Trichter rein. Es wird gebraten. So, es wird gebraten. Jetzt warten wir erstmal, oder wir könnten halt den einmal anmachen. Und dann wird das Ganze hier als Steak rausgeworfen. Man kann es auch mit jeder Ding Zutat machen. Hier rohes Hühnchen haben wir erstmal. Zack, wirft man es dann da rein auf den heißen Ofen, auf die heiße Herdplatte bzw. auf den heißen Grill. Dann wird das Ganze da rein und dann kommt es gleich auch wieder raus. Wir werfen das Ganze rein, kommt halt ja gebraten wieder raus. So, jetzt geht's ab zum Bauen. Also, als erstes brauchen wir hier eine Fläche, die 3x6 ist. 2, 3, 4, 5, 6, also 3x6. Und ja, hier kommt halt 3, hier gehen halt 3 und hier wird halt dann die Platte sein. Hier wird man das Feuer anmachen, wie dort. Also überlegt euch, wie rum ihr das macht. Es soll auf jeden Fall 3x6 sein. So, dann fangen wir jetzt erstmal an. Wir machen das Ganze mal zack, wieder zu und zack. So, dann brauchen wir als erstes, beziehungsweise unsere Materialien sind diese hier. Moment. Wir brauchen Hebel, wir brauchen Redstone-Verstärker, Redstone-Comparator, klebrigen Kolben, Aktivierungsschiene, also nicht ein, sondern Partrichter, Spender, Netherrack, Steinziegeltreppe, Ofen, Redstone-Fackel, Ziegelstufe, Knopf, Bohrmanett, Eisenfalltür, Redstone-Bruchstein und zwei Beobachter. Feuerzeug brauchen wir auch, aber jetzt momentan nichts. Dann fangen wir erstmal an. Wir gehen hier rein. Graben hier 1, 2, 3. Also so. Machen hier 1, 2, 3. 2 rein. Nochmal 2 rein. Setzen dann hier einen Block. Wir nehmen gleich mal Redstone. Zack. Beobachter. Ofen. Spender. Den Kolben. Trichter. Und die Hebel zur Hand. Wir brauchen keine 5. Na, zack. So, dann sieht es besser aus. So, dann machen wir hier einmal Bruchstein rein, einmal Redstone, einmal unseren Redstone Comparator rein. Zack, einmal den Comparator rein. Und dann zack. Und dann hier drauf, also Moment, hier drauf auf das Redstone, beziehungsweise oben drüber vom Comparator machen wir einmal einen Beobachter rein. Und dann gehen wir hier hoch. Machen halt hier, gehen halt einmal in diese Hocke hier rein. Ja, bei mir ist halt C jetzt. Hier in diese Hocke 1, 2, 3. Spender machen wir hier drauf. Dann gehen wir wieder runter. Machen hier 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Trichter in einer Reihe auf, drauf. Und dann hier nochmal einen oben drauf. Ups. Hier einen oben drauf. Und dann machen wir hier nochmal den Ofen. Hier nochmal Trichter drauf. Dann hier auf diesen Trichter nochmal zwei Trichter und so sieht es die Grundkonstruktion aus. So, dann nehmen wir unseren Netherrack zur Hand und gehen einmal, ups, machen hier wieder die Hocke, setzen es einmal hier drauf und Netherrack brauchen wir jetzt nicht mehr. So, dann nehmen wir jetzt unseren klebrigen Kolben und setzen ihn einmal hier hin, wieder Hocke und ja, und einmal draufsetzen, platzieren und fertig. Dann gehen wir hier hinten, graben hier einmal, tun hier einen klebenden Kolben rein, dann einmal einen Block drauf und dann hier nehmen wir mal Redstone. Ofen brauchen wir nicht mehr. Moment, Ofen brauchen wir nicht mehr. So. Dann hier einmal Redstone, hier nochmal einen Block drauf und hier auf diesem Block eine Fackel, so dass der Kolben hier nach oben geht. Dann machen wir hier einen Repeater bzw. einen Verstärker drauf, verstellen ihn einmal um 1, machen hier einen Block drauf und hier nochmal die Fackel drauf, so dass hier dieses Netherrack mit diesem Kolben, also bzw. der Kolben zum Netherrack hingeht. Dann machen wir hier einmal, nehmen wir den hier einmal hier und hier, dann nehmen wir hier einen Hebel, legen den einmal um. Und hier ein Hebel, zack, und legen den nochmal um, damit wir hier später dann diese Eisenplatten hier an der Seite haben.
So, womit geht's weiter? Also, es geht weiter, dass wir, Moment, ja, dass wir diese Ziegelsteinstufe hier nehmen. Wir nehmen eins, zwei, zack, zack. Platzieren dann hier Redstone drauf, hier, nein, hier nicht. Platzieren hier Redstone drauf, zack, zack. Hier eine Repeater, hier wieder Redstone, so dass sich sozusagen das Ganze hier nicht verbindet, aber so dass das Ganze hier so aussieht. So, dann wieder mal einen Bruchstein, hier einmal und da einmal eine Fackel, dann auf die Fackel ein Block und dann nochmal auf diese Fackel noch ein Block und dann hier nochmal ein Block und dann hier nochmal ein Block. Und hier zwischen diesen vorderen beiden machen wir einmal wieder einen Verstärker dran und so funktioniert es. So, dann nehmen wir, machen wir hier nochmal einen Block dran, hier eine Fackel hin, da Redstone, da einmal den hier, zack, dann hier nochmal zwei Blöcke drauf auf diese Spender. Dann nehmen wir, ups, dann machen wir hier, ups, einmal zack, 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 zack. Dann hier einen Verstärker wieder, einmal verstärken brauchen wir den nicht. Zack, zack, dann nehmen wir hier unseren Knopf und setzen den einmal hier ein. Knopf brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und dann haben wir das Ganze. Jetzt sollten wir diese Steintreppe nehmen, aber man kann die auch weglassen. Ich habe die da hinten weggelassen, aber man muss die halt dort nicht hin platzieren. Dann nehmen wir unsere Falleisen, also da machen wir hier einmal zack, zack, zack. Dann einmal hier drauf und hier nochmal eine Fackel drauf. Und im Großen und Ganzen war es das eigentlich auch schon. Achso, was ich vergessen habe, war hier, ups, was ich vergessen habe, war hier noch einmal Redstone hin und dann hier Kohle rein. Zack. Ah ja, wir haben ja noch, ja, im Großen und Ganzen war es das eigentlich, aber ich habe noch etwas vergessen. Ich habe noch diesen Beobachter hier vergessen, weil dann funktioniert das Ganze nicht, wenn dieser Beobachter nicht da ist, ja. Einfach auf diesen Pisten einen Beobachter drauf und dann hier einmal kein Hebel, sondern einmal Bruchstein. Und dann probieren wir das Ganze mal aus und mal schauen, ob das Ganze dann funktioniert. Ich mache das Ganze mal hier weg, damit ich jetzt etwas Platz frei habe, damit ich es zeigen kann und meine Fehler vielleicht auch korrigieren kann, weil ich muss es mir ja auch irgendwie merken. So. Dann nehmen wir unser Fleisch. Zack. Unser Fleisch machen wir hier mal den Ofen mal an. Den Ofen, den Grill meine ich. Was mache ich da? Ich wollte eigentlich Feuerzeug. So, machen wir den Ofen, den Grill mal an. Ich will kein gebratenes. Ich will Fleisch. Hier dieses Rohr. So, einmal dort reinwerfen. Ja, yep, ich habe den Fehler schon gesehen. Da soll einmal Redstone drauf. Redstone drauf und wieder weg. Und dann ist das Ganze hier auch schon aktiviert. So, also das braucht man nur einmalig machen, um das Ganze zu aktivieren. Also einmal hier da hinten Redstone drauf, um zu aktivieren. Und gleich sollte das Ganze jetzt funktionieren. So, ich habe das ja gebraten, jetzt erhalten. Hier das Steak, ich mach's noch mal als Beweis. Fleisch, zack, nein, nichts Verrottetes. Nehmen wir hier dieses Rohe, werfen es einfach mal rein und dann warten wir einen Moment und dann wird es hier auch schon zwei werden. So, wie man hier ganz gut erkennen kann. Zack, hier ist das Fleisch gerade rausgekommen. Dann nehmen wir es,
Und ja, das war's auch schon mit diesem Video. Also wie man hier sieht, ist es recht kompakt gebaut, ist nur 3x5. Man könnte das Ganze hier jetzt auch mal updaten. Also dieses Redstone braucht man nur einmal hin tun und wieder weg tun und dann ist es immer aktiviert. Und wenn wir den Ofen ausmachen wollen, einmal einen Rechtsklick hier drauf machen und schon ist der ganze Ofen wieder zurückgesetzt. Ich habe jetzt natürlich diese Aktivierungsschiene vergessen, ist halt nur für diese, für das Aussehen da. Kann man drauf machen, muss man aber nicht. Ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen war es das jetzt auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst gerne mal ein Abo da, ein Like da und bis dahin, haut rein und ciao.